Hallo, da bin ich wieder. Also im letzten Video haben wir meine Augenbraue gemalt. Also besser gesagt, ich habe meine Augenbraue gemalt. Und jetzt geht es um den Lidstrich und generell um mein Auge. Weil einige gefragt haben, wie ich das mache, wie ich das male, wie auch immer. Erstmal habe ich von P2 den Professional Eyes Liner Pen. Oh, ich habe halt irgendwas im Hals. Das ist, wie ihr sehen könnt, quasi wie so ein Stift. Und halt, ja, wie so ein angespitzter Filzstift, würde ich mal sagen, aus dem halt Eyeliner-Farbe rauskommt. So. Als erstes setzt ihr hier an und versucht leicht in Richtung Augenbrauende zu gehen. Nicht verbinden, sondern einfach nur in die Richtung zu gehen. So, dann habt ihr nämlich schon mal hier den Bogen erstmal fast da angefangen und habt ihr nämlich einen guten Punkt, auf den ihr zulaufen könnt. Jetzt, also ich könnte das normalerweise, wenn ich vor einem richtigen Spiegel sitze und nicht in mein Kameradisplay gucke, könnte ich das auch ohne mein Auge zuzuhalten, aber das ist gerade ein bisschen kompliziert, deswegen mache ich das so. Also eure Wimpern ganz vorsichtig nach unten halten, für die Leute, die es nicht so können und zu viel zittern. Dann, naja, wie soll ich denn das beschreiben? Quasi, wenn euer Auge in ein Drittel geteilt ist, dann würde ich sagen, das erste Drittel vom Auge freilassen. Und dann, ja, ungefähr hier ganz sanft anfangen, ganz dünn die Linie. Dann, ich kann gerade nicht reden. Guckt einfach zu, ich rede danach nochmal. Ja, gut. Jetzt habe ich halt ein bisschen zu weit hinten, zu weit vorne angefangen. Ja, so ist gut. Also, wie ihr sehen könnt, habe ich halt hier vorne ganz dünn angefangen und bin dann so hochgegangen. Halt so wie ein Dreieck und habe dann den Strich durchgezogen bis hinten zu der vorgemalten Linie, die ich mir schon vorgemalt habe. Das ist jetzt die äußere Form, das male ich jetzt erstmal aus. Das ist der einfachste Part, wenn man den Rest hinbekommen hat. In dem Spiegel sich da zu schminken, in dem Kameradisplay ist ja unglaublich. Ich sollte mir dringend irgendwie einen Spiegel kaufen, den ich mir dann immer hinter die Kamera stellen kann. So. Nee, das ist immer noch nicht richtig. Normalerweise, eigentlich, weil ich mir das ja teilweise jeden Morgen mache, normalerweise brauche ich für beide Augen nur ein paar Sekunden. Aber ihr müsst euch echt mal versuchen, in einem Kameradisplay zu schminken. Das ist unglaublich. So, und jetzt seht ihr schon, habe ich das beim Ausmalen hier noch ein bisschen weiter runtergezogen. Und ich gehe jetzt noch ungefähr bis, also das letzte ein Drittel vom Auge. Ich weiß nicht so, ob er mich versteht. Gehe ich noch mit dem Eyeliner rund. Ja gut, jetzt habe ich mich ein bisschen vermalt, aber es ist ja nicht so schlimm. So, dass es halt von da nach hier noch reinläuft, aber halt nicht doll gemalt ist und halt ausläuft und immer weniger wird. So. Das war eigentlich jetzt der schwierigste Part. Ich sehe gerade, da ist immer noch nicht ausgemalt. Egal, das mache ich später. Ihr wisst jetzt, wie die Form geht. Dann habe ich einen Kohlkajal Eyeliner Pen von Manhattan, mit dem ich dann einfach nur das
das Ende hier noch einmal. Halt auch wieder nicht bis vorne ziehen, sondern nur von der Ecke raus so ein bisschen. Noch ein kleines Stückchen weiter, als ihr vorher euren Eyeliner gezogen habt. Und dann das Letzte, was einfach nur noch kommt, ist dann Wimperntusche. Da habe ich diese von Essence, die ich super toll finde. Und ja, da tusche ich dann einfach nur noch meine Wimpern. Und dann ist das eigentlich alles schon. Schminken und reden, vor allem Wimperntuschen und reden, ist auch so eine Sache. Ich bin immer so eine, ich sitze dann immer mit offenem Mund da und schmink mich. So. Schweigen. So. Ja, und was war das dann? Dann habt ihr blaue Augenbrauen und einen Lidstrich, der ziemlich doll ist. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen, vor allem mit dem Eyeliner. Ich habe mir Mühe gegeben, das irgendwie zu erklären, dass man das versteht. Aber ich glaube so, also ich bin nicht so der perfekte Schminkerklärer. Das ist immer so eine Sache für sich. Ja, ich hoffe, dass ihr davon was gelernt habt. Wenn ihr das nachmacht, dann schickt mir doch Fotos oder so auf Facebook. Das würde mich ziemlich freuen. Dann schreibt mir einfach, wozu die sind, dass ich das verstehe und dann sehe ich das. Und ja, lasst mir in den Kommentaren da, ob es euch gefällt und ob, ja, ob ihr das hilfreich fandet und ob ich mehr so Videos machen soll. Dann gucke ich mal, ob ich dazu komme, mehr Videos zu machen, weil im Moment bin ich irgendwie erstens gestresst und zweitens ideelos, aber diese Idee habt ihr mir ja quasi geliefert, dass ihr das unbedingt wollt. Und ja, bis dann.